Hallo Freunde der Sonne, da bin ich wieder und heute verpaaren wir das Nier Holotele Insei Weibchen, die Mutti, die ihr schon kennt, und das Männchen, was unheimlich klein ist. Ich weiß noch nicht so genau, warum der so klein ist, aber das Ganze nach dem Intro. Dann versuchen wir doch mal unser Glück mit der Nachverpaarung von der Nier Holotele Insei. Müssen wir noch den Kerl hier rauspopeln. Ist ja nicht so einfach, wie es aussieht. Okay. Dreck. Dreck. Er hat mir meinen Pinsel eingedreckt. Da komm raus. Hopp. Er ist draußen. Sehr gut, sehr gut. Machen wir einen Pinsel sauber hier. Gottes Willen. Pfui, pfui. So. Jetzt ist er drin. Wir bringen ihn mal in die Richtung, wo wir ihn haben wollen. Noch ein Stück. Sehr gut. Und jetzt gucken wir mal, was er zu bieten hat. Sie hat auf jeden Fall gestern ordentlich dicken Braten zu futtern gekriegt. Ich hoffe mal, dass das reicht und sie sich ihn nicht als Futter vorstellt. Das wäre natürlich schön, aber auch das kann halt nun mal passieren. Jetzt kommt es halt auf ihn an, dass er ein bisschen zappelt. Er ist auch so ein sehr ruhiger. Keine Zappelbewegung, nicht so schön. Aber doch ein bisschen zappelt er. So kleine Zappelbewegungen sind da, aber das warten wir mal noch ab. Er ist auch super winzig, bin ja gespannt, was sie von ihm hält. Er ist auf jeden Fall gut am Zappeln, aber immer in die falsche Richtung. Und ich bin halt auch gespannt, er ist ja wirklich super klein. Er ist ja deutlich kleiner als das andere Männchen, was ich hatte. Jetzt bin ich gespannt, was mich da erwartet, denn wenn er denn tatsächlich mit ihr zusammenkommen sollte, was da rauskommt, so klein wie der ist. Also ob sie denn halt noch kleiner wird wieder, also ob die Babys dann auch wieder kleiner werden, also noch kleiner werden. Weil sie ist ja nun wirklich schon echt ein Brecher. Tja, jetzt zittert halt übel in die andere Richtung. Das ist halt der Nachteil, wenn das alles sehr, sehr groß ist. Ne? Der Vorteil für ihn ist natürlich, er kann jederzeit fliehen. Ne? Also er kann in alle Richtungen fliehen, wenn sie angeschossen kommen sollte und ihn vielleicht doch fressen will oder irgendwas dergleichen. Auf der anderen Seite ist es natürlich blöd, weil er natürlich jetzt erstmal sie suchen muss. Er muss sie erstmal finden. Das ganze Gesuche geht jetzt los. Bin mir auch relativ sicher, dass sie sonst auch immer mitgezappelt hat. Also wenn sie mitgekriegt hat, dass da ein Männchen war, dann hat sie eigentlich in der Regel mitgezittert und gewackelt. So dass das Männchen eigentlich relativ schnell immer zu ihr gefunden hat. Ne? Na, da bist du aber nicht richtig, mein Freund. Komm mal ein Stück runter. Na komm. Kannst dich auch gerne am Pinsel festhalten. Na komm. Ja, na komm. So, da lässt du jetzt los und fängst an zu zappeln. So, und zappeln. Zappeln nicht vergessen, sehr gut. Aber Junge, wie ein Profi. Und jetzt hoffe ich mal, dass er nicht in den Tod reinzappelt. Ich muss mal gucken, wo mein Licht ist. Hier ist mein Licht. Denn ohne Licht siehst du nicht. Möglichst wenig eigene Vibrationen jetzt hier erzeugen natürlich. Ne? Also ich will jetzt nicht da irgendwas stören, aber Licht brauchen wir.
Ja, hoffen wir mal, dass sie sich da gleich zeigt. Aber sie zeigt auch keine Reaktion. Doch, da, doch, sie trommelt, sie trommelt, sie trommelt, sie trommelt. Ich habe nichts gesagt. Sie trommelt da drunter. Sie trommelt. Das ist natürlich sick. Jetzt musst du nur noch rauskommen, da irgendwie aus deinem Prozedere da. Aus dem Loch. Ich weiß halt nicht, ob ich das jetzt hätte aufmachen sollen, ob es jetzt... Es ist halt auch wieder eine Erfahrung, die ich mache. Ne? Also ich hätte, es kann natürlich sein, dass es klüger gewesen wäre, das aufzumachen, das Loch. Man sieht das jetzt nicht so wirklich, aber da ist wirklich ein feiner Film mit Weben drüber. Und ich kann halt nicht sagen, ob das jetzt störend ist, dass das davor ist oder nicht, weil er ist ja jetzt irgendwie auch an ihr vorbei, obwohl sie ja unter ihm trommelt. Trommeln tut sie jedenfalls. Er zittert auch, aber sie kommt nicht raus. Und dann haut er halt ab. Schwierig. Ganz, ganz schwierig. Okay. Machen wir das mal anders. Ich bin mal so frei. Geh mal zur Seite, junge Dame. Für die Wissenschaft. Das ist jetzt einfach mal aufgemacht, das Loch. Und dann bringen wir ihn nochmal in Position. Wie er sich einfach rückwärts fallen lässt. Ein Dödel da. Ja, sehr gut. Du musst nur aufpassen, dass du keinen Scheiß baust. Nicht, dass du hier gleich in das andere Loch reingehst. Dann haben wir nämlich ein Problem. So. Hier kannst du zappeln. Da kommst du nämlich raus. Die hat nämlich noch ein zweites Loch. Und wenn der da vor Angst wegen mir in das Loch verschwindet, ne, sich in die Höhle verkriecht, zu ihr rein, dann kann ich für nichts mehr garantieren. Dann kann halt alles passieren. Tja, und die Frage ist halt, Bulben jetzt voll oder Bulben nicht voll? Jetzt habe ich da natürlich rumgefingert, aber sie macht das eigentlich, also sie stört das eigentlich nie. Wenn ich da irgendwie was mache im Terrarium, in der Regel ist sie da sehr friedlich mit. Aber kann ja durchaus sein, dass ich jetzt sie so gestört habe, dass sie gar keinen Bock mehr hat und da nicht rauskommen wird. Na doch, da kommt sie. Und jetzt nicht erschrecken, ha? Die ist halt wirklich riesig im Vergleich zu ihm. Lass dich da nicht reinlocken, lass die Alte bloß rauskommen, wa? Das ist immer der Fehler. Das Reinkriechen zu denen. Immer aufpassen. Aber es sieht doch ganz gut aus, würde ich sagen. Aber wenn sie ihn gleich festhält, dann habe ich ein bisschen Angst. Aber sie kommt jetzt raus. Wie gesagt, nicht erschrecken, ne? Er ist halt wirklich ein Hämpfling im Vergleich zu ihr. Mich wundert es halt auch, dass er so klein ist, weil normalerweise, also der letzte war schon deutlich größer als sie. Also was heißt größer als sie? War halt größer als er, so. Also er war schon, wie soll ich sagen, der hier ist glaube ich nur die Hälfte von dem Kerl, den ich vorher hatte. Und das ist halt echt brachial. Na, guckt euch die an. Da ist ja quasi ein Fangzahn von ihr schon so groß wie er. Sein Carapax auf jeden Fall. Ne? Also die hat halt wirklich Hauer, die Alte. Nur ein bisschen aufpassen. Und die ist noch nicht mal komplett draußen. Ne? Also die ist noch nicht mal komplett draußen. Wir sehen gerade nur den Carapax. Und jetzt kommt sie mit dem Hintern raus. Ich habe ein bisschen Angst. Er will es aber versuchen. Er sagt, er tried es. Alter, das Riesenvieh kannst du gar nicht halten, Mann. Als wenn dich ein Berggorilla besteigt. Oh Gott.
Dieses arme kleine Männchen. Bitte mach ihn nicht tot. Er ist echt deep und ich hätte ihn gerne noch ein bisschen länger. Und hör auf, sein Beinchen immer runterzudrücken. Der muss dich hochdrücken. Wie soll der die denn halten? Das, wenn ich versuche mit einem Stock, der so dick ist wie mein kleiner Finger, versuche... Ah, da hat sie nämlich Bock gehabt, die kleine Tröte, die... Ah, lass mal los. Die hatte Hunger. Die wollte ihn happern. Und er hat nämlich auch schnell den Abflug gemacht. Er hat gesagt, alles klar, nichts wie weg. Ja gut, so viel dazu. Na komm, tut mir leid, dass ich dir so viel zugemutet habe, den Berggorilla. Wahnsinn, also da musste ich jetzt wirklich zwischengehen. Das sah nämlich ganz anders aus als normal. Sie ist ja wirklich, guckt euch das an, er ist ein kleiner Furz. Sie hat schon die Fänge nach vorne gemacht und hat sich an ihm festgehalten. Also sie hat wirklich seine Beinchen versucht festzuhalten und runterzudrücken, damit er nicht wegkommt. Und die Fänge ausgefahren. Das war mir denn jetzt doch zu risky business. Nee, das muss nicht sein. Also dann behalte ich ihn jetzt noch ein bisschen, kriegt ein größeres Zuhause. Und wenn er dann sich da eingemümmelt hat in seinem neuen Zuhause, dann können wir es nochmal probieren. Vielleicht hat er dann ein bisschen mehr Motivation, ein bisschen mehr Vertrauen in sich selbst. Aber ganz ehrlich, dieses arme kleine Würstchen da. Was soll der denn gegen die machen? Der ist ja so groß, sein gesamter Körper ist so groß wie ihr Carapax. Ne? Wenn der Hinter noch dazu kommt, die ist ja doppelt und dreifach so groß. Na gut, wir haben es auf jeden Fall probiert und es hat leider nicht geklappt, weil ich dazwischen gegangen bin. Tut mir leid. Ob das jetzt notwendig war, kann ich nicht sagen, aber... Das war jetzt risky business, da musste ich zwischengehen, wie gesagt. Also das Verhalten von ihr ist ein ganz anderes gewesen als sonst. Normalerweise geht sie nicht so drauf. Und normalerweise hält sie auch nicht die vorderen Beinchen fest und drückt sie nach unten. Sondern normalerweise bietet sie sich halt an und sie hat ihn halt wirklich runtergedrückt. Und auch versucht unten zu halten mit den Beinchen. Und hat dann die Zähne gefletscht und schon gewetzt. Darauf gewartet, auf den richtigen Moment, um zuzuschlagen, was ich sehr schade finde, weil eigentlich hat sie ja schon gefressen. Naja, gut. Immerhin haben wir ihn lebend rausbekommen. Das war schon viel wert. Gut, dann war's das. Ja, das Ganze ist jetzt natürlich nicht so rosig gelaufen. Wie ihr aber sehen konntet, war das Männchen unheimlich klein und ich habe ja auch noch ein Vergleichsmännchen jetzt hier, was ich aus Hamm mitgebracht habe. Das Männchen ist deutlich größer tatsächlich als das Männchen, was wir jetzt gesehen haben. Und das Männchen, was wir jetzt gesehen haben, hat auch noch mit dem anderen Weibchen, was ich habe, auch nicht funktioniert. Ich glaube tatsächlich, dass da irgendwie was kaputt ist, aber er ist deutlich kleiner auch als das andere Männchen und das andere Männchen ist auch nicht adult. Das heißt, dass dieses Männchen wahrscheinlich jetzt nicht mehr in den Einsatz kommen wird und ich jetzt warten werde, dass das andere Männchen soweit ist oder ich vielleicht noch woanders ein Männchen herbekomme. Allgemein fehlen mir noch jede Menge Männchen und die muss ich natürlich alle noch nachholen. Das heißt, das wird noch eine gute Nummer werden, dieses Jahr, Anfang des Jahres. Aber wir haben noch einiges zum Verpaaren offen. Nun hoffe ich jedenfalls, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, lass mir doch ein Like da. Ein Kommentar wäre auch ganz nett. Und wenn du ganz neu hier bist, lass mir gerne ein Abo da. Das würde mir wirklich weiterhelfen. Und natürlich würde es dir weiterhelfen, wenn du das Glöckchen aktivierst, weil dann bekommst du mit, wenn wieder ein neues Video kommt, ein neuer Beitrag oder vielleicht ein Livestream auf YouTube. Wir haben Twitch, Discord, Patreon und die Kanalmitgliedschaften. Alles Link in der Beschreibung. Schau da gerne rein. Gestreamt wird auf Twitch jeden Montag und Freitag um 20 Uhr. Und nun wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!